Das heutige Video wird euch präsentiert von Bitwavo. Bitwavo ist eine der führenden Kryptobörsen Europas. Euch erwarten dort über 190 digitale Vermögenswerte, niedrige Handelsgebühren und eine besonders benutzerfreundliche Oberfläche. Das Ganze wird durch die Möglichkeit ergänzt, Kryptos mit PayPal zu kaufen. Den Link zu Bitwavo und einen 10 Euro Willkommensbonus für eure Anmeldung findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Und nun, let's go! Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum heutigen Mittwochsvideo Zahlen, Daten, Fakten. Heute mal wieder voll mit interessanten Neuigkeiten. Unter anderem ist Bitcoin aus dem Winterschlaf erwacht. Bitcoin allein in den letzten 24 Stunden mit knapp 8% im Plus. Dazu gucken wir uns gleich mal dieses Bild an mit einem unfassbaren Spike auf über 120.000 Dollar. Und wir haben dort einige spannende Neuigkeiten, so zum Beispiel die Deutsche Bank, die eine Verwahrlizenz in Deutschland beantragt. Die Meme-Coin-Session scheint mal wieder loszugehen. Die Medien sind voll davon und wir sprechen heute mal kurz über dieses Projekt, das auf der Meme-Coin-Überholspur ist. Und natürlich gibt es heute mal wieder zahlreiche Neuigkeiten zu Ripple XRP, so zum Beispiel eine Verbindung zum Internationalen Währungsfonds. Der arbeitet gerade an einer CBDC-Plattform, bei der von der XRP-Army relativ schnell ein direkter Zusammenhang zu Ripples XRP und Stellar Lumens gefunden wurde. Dazu schauen wir uns nochmal dieses legendäre Video an von Brad Garlinghouse und dem IMF. Also, das und vieles mehr erwartet euch nach dem Intro. Ja, Freunde, lange hat's gedauert. Endlich ist es soweit. Bitcoin ist aus dem Winterschlaf erwacht. So nenne ich es einfach mal. Und es läuft momentan richtig gut. Die letzten Stunden waren geil. 8%, insgesamt schon 11,4%, was die Woche betrifft. Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir es jetzt endlich hinter uns? Ja, haben wir den Boden gesehen und sind wir jetzt endlich mal wieder auf dem Weg in Richtung neue Höhen? Das ist natürlich schwierig zu beantworten. Es ist erstmal schön zu sehen, dass nicht nur Bitcoin, sondern auch einige Altcoins ganz gut performen. Auch die Meme-Coins sind wieder zum Leben erwacht. Aber es gilt natürlich abzuwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich habe euch jetzt hier mal den Tageschart aufgerufen. Der sieht noch relativ gut aus. Wir sind momentan an einem Bereich, an dem Bitcoin eventuell abprallen könnte, bei etwa 29.000 Dollar. Sollte er da durchkommen, gibt es dann die wohl heikelste und wichtigste Phase, und zwar das Durchbrechen der 30.000er Marke. Sollte das gelingen, wäre der nächste halt erst irgendwo zwischen 34.000 und 38.000 Dollar. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir momentan brauchen. Die Altcoins da erstmal so wirklich richtig die Luft raus. Sehr viele Leute sind momentan enorme Minus. Teilweise haben die Projekte 80-90% Minus hingelegt die letzten Wochen. Und wenn Bitcoin erstmal wieder ordentlich performt, glaube ich, dass es wieder den ganzen Markt entfachen wird. Und ich bin ehrlich zu euch, so langsam könnte auch gerne mal so ein kleiner Turbo kommen. Nicht ganz so bullish sieht es im Wochenchart aus. Wenn wir uns das mal anschauen, sind wir halt jetzt das zweite, dritte Mal, dass wir jetzt den Bereich hier testen. Wir sind hier einige Male durchgekommen, sind aber jedes Mal rejected worden, also zurückgewiesen worden. Es ist spannend. So eine große Kerze hatten wir allerdings noch nie in diesem Bereich. Ich bin mal gespannt. Sollten wir also die etwa 30.000er Marke durchbrechen, dann wird es auf jeden Fall richtig interessant. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass ich die letzten Wochen und Monate akkumuliert habe, denn meistens kommt es dann, wenn niemand damit rechnet, und zuletzt waren doch sehr viele Marktteilnehmer eher an der Seitenlinie oder komplett raus. Auf der anderen Seite sind wir momentan in den Sommermonaten. Wir wissen, dass dort in der Regel die Volatilität etwas höher ist. Viele Marktteilnehmer nutzen gerade die Zeit und machen Urlaub und dementsprechend gibt es nicht ganz so viel Volumen, aber dafür größere Ausschläge im Kurs, und das könnte natürlich auch jetzt der Fall sein, dass wir hier vielleicht mal einen Test wagen. Wir werden es mal abwarten, Freunde. Diese Grafik hat mich heute Morgen geweckt. Vielen Dank nochmal an euch bei Telegram in CryptoTalk. Ich habe das heute Morgen rausgehauen. 120.000 Dollar. Also da war irgendjemand dabei, der hat einen kurzen Docht nach oben geschossen. Ich glaube, es war bei Binance US. Ja, hier sieht man es. Binance US. Es sieht mir eher nach einem Systemfehler oder nach einem Anzeigefehler aus. Oder wer weiß, vielleicht hat BlackRock ja richtig zugeschlagen und alles leer gekauft, was in den Orderbooks waren. Wobei, das erste Szenario halte ich für deutlich realistischer. Trotzdem, so darf ich gern jeden Morgen geweckt werden. Vor allem, wenn hier vielleicht auch nochmal das XRP-Logo steht. Darauf warte ich eigentlich schon seit Jahren. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Der Glassnode hat auch einige spannende Szenarien aufgestellt. Unter anderem geht hier mal die Annahme, dass es so ähnlich läuft wie hier, dass wir also jetzt weiter einen Aufwärtstrend sehen und endlich mal diesen Channel hier testen. Dieser Channel, da sind wir jetzt schon seit über einem Jahr drin, und in diesem Szenario wird er halt jetzt mal getestet. Das würde bedeuten, wir würden jetzt nicht nur die 30 knacken und dann im Bereich der 38 kommen, sondern dann würde sich entscheiden, wie es weiterläuft. Würden wir aus diesem großen Channel auch noch ausbrechen, ja, dann ist alles möglich. Jedoch sollten wir die Kirche im Dorf lassen. Wir haben jetzt gerade mal 7-8% gesehen und sollten jetzt vielleicht nicht schon wieder über neue All-Time-Highs sprechen. Trotzdem gibt es momentan dem Markt wieder so ein bisschen Würze, und ich finde, das hat die letzten Tage und Wochen ein bisschen gefehlt. Schreibt mir mal gerne eure Prognose in die Kommentare. Glaubt ihr, das ist jetzt nur so ein kleiner Fake-Out, ein bisschen Wildmacherei, oder denkt ihr, das war es jetzt vielleicht endlich mit dieser bearischen Stimmung und jetzt geht's wieder bergauf? Wenn es weiter so gut läuft, werde ich mir wahrscheinlich das hier in mein Badezimmer einrichten, ja, damit ich keine Sekunde mehr den Kurs verpasse. Und da seht ihr schon, Wall Street Memes schlagen momentan extrem Wellen mit ihren tausenden Memes, die sie raushauen. Und ich habe mir das mal etwas genauer angeschaut, weil viele von euch mir geschrieben haben, Alex, guck dir doch mal Wall Street Memes an, das wird der nächste Pepe und so weiter. Das höre ich in der Regel oft, aber ich muss sagen, hier gibt es schon einige
einige spannende Dinge, insbesondere die Größe der Follower. Wir haben hier bereits 236.000 Follower, wenn wir uns mal PayPal dazu angucken. Die haben insgesamt nur 307 und das, obwohl sie die riesigsten Wellen aller Wellen geschlagen haben. Und bei Instagram haben die bereits 500.000. Die Macher hinter Wall Street Memes sind meiner Recherche nach die von Wall Street Bets. Ihr erinnert euch vielleicht an diese GameStop-Geschichte damals. Da haben die also eine riesige Community aufgebaut, die dann irgendwann den großen Hedgefondsmanager das Leben schwer gemacht haben. Und als ich ein bisschen tiefer gegraben habe, fand ich extrem viele Nachrichtenportale, die darüber berichten. Während Pepe immer weiter fällt, ist dieser Meme-Coin nicht mehr zu stoppen. Ich werde übrigens alle Artikel verlinken. Jeden Tag kommen neue Memes auf den Markt und die meisten verschwinden auch innerhalb eines Tages wieder. Das kennen wir alle. Ohne auch nur einen Gesamtwert von 1 Million Dollar zu erreichen mit Wall Street Memes, kurz WSM, kommt nun ein Kandidat, der tatsächlich der nächste 1 Milliarde Dollar Coin werden könnte. Jetzt geht es ein bisschen zu den Gründen, warum, denn das schreibt ja gefühlt jeder, aber hier geht es eben vor allem um diese riesige Community. Es gibt zwar keinen realen Nutzen wie bei allen Meme-Coins, aber sie haben jetzt bereits schon 8,5 Millionen einkassiert im Presale. Dazu kommt, dass ich von den Machern, ich glaube im letzten oder vorletzten Jahr war es, schon mal gehört habe, da haben sie damals so bestimmte NFTs rausgehauen, und zwar diese Wall Street Bulls NFTs. Vielleicht habt ihr davon mitbekommen, 10.000 Stück gab es, die waren innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft und gab einen riesen Hype um die Dinger. Und jetzt geht es halt in die nächste Runde. Die haben jetzt eher Meme-Coin aufgesetzt und ich bin jetzt nicht so tief verankert in dieser Meme-Community, aber viele Shiba-Hodler sind wohl gerade auf dem Weg oder in die Flucht zu Wall Street Memes. SHIB ist bearish, WSM, also Wall Street Memes, bullish. Warum wandern die Halter von SHIB ab? Im Marktsegment der Meme-Coins findet häufig eine Neuallokation statt, da Trader auf schnelle Renditen abziehen und nicht bereit sind, ewig Opportunitätskosten zu tragen, wenn es keine relevanten Kursanstiege gibt. Die begrenzte Aufmerksamkeitsspanne und das Streben nach kurzfristigen Gewinnen führen dazu, dass das Kapital schnell von Meme-Coins abgezogen wird, wenn sich keine positive Kursentwicklung abzeichnet. Das erklärt natürlich auch, warum so viele Meme-Coins, nachdem sie Hypes erreicht haben, dann irgendwann auch ziemlich stark abverkauft werden. Während bei Shiba Inu trotz kurzfristiger Gegenbewegung insgesamt 15% Minus zu Buche stehen, trotz Wall Street Memes der aktuellen Marktlage, aus was für Gründen auch immer, gehen Meme-Coins halt irgendwie immer bei den Anlegern. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Hype-Potenzial, 100% aller Token für die Community, 2 Milliarden Token fixer Supply, das ist auch nochmal ganz interessant, und über 1 Million Follower. Mittlerweile schon 10 Millionen eingenommen und hier kann man es auch nochmal sehen, 9,9 Millionen momentan eingenommen und selbst Elon Musk reagiert regelmäßig auf deren Memes, von daher ein Ding mit riesen Reichweite. Und was auch ganz cool ist, sind diese Tokenomics. Ihr kennt es ja sicherlich, bei den meisten Memes hat das Team irgendwie 10-20% und dann dumpen die das Teil. Hier ist es so, die teilen wirklich alle Token auf, 50% Marketing, 30% Community, 10% an zentrale Exchanges, 10% an dezentrale Exchanges und innerhalb der Community wird schon gemunkelt, ob sie vielleicht bei einer großen Börse wie Binance gelistet werden. Dazu gibt es noch so einen Airdrop, den sie raushauen, insgesamt 50.000 Dollar in Form ihres Token. Sehr interessant auf jeden Fall. Falls ihr Bock drauf habt, findet ihr einen Link hier unten in der Videobeschreibung. Aber denkt immer daran, Meme-Coins sind extrem risikoreich, Freunde. Ihr wisst es selbst, wie schnell das Ding nach oben oder aber auch wieder nach unten peitschen kann. Und die Dinger können super schnell fallen. Auf der anderen Seite wissen wir halt auch, was Hypes auslösen können. Ich fand es auf jeden Fall mal super interessant und werde es auf jeden Fall mal weiterverfolgen. Aber kommen wir jetzt mal zu den News. Die Deutsche Bank beantragt die Genehmigung einer Kryptoverwahrungslizenz in Deutschland. Es geht los, Freunde. Nachdem BlackRock und auch Fidelity und viele andere Player da draußen jetzt im Game sind, beziehungsweise kurz davor sind, in das Game einzutauchen, hat die Deutsche Bank jetzt auch losgelegt. Die Deutsche Investmentbank hat bei der deutschen Finanzaufsicht, bei der BaFin, um eine Lizenz gebeten und hat eine Lizenz für die Kryptoverwahrung beantragt. Bloomberg berichtete zunächst über die Entwicklung und berief sich dabei auf den weltweiten Leiter der Unternehmensbank. Lin sagte Berichten zufolge, dass die Bank ihr Geschäft mit digitalen Vermögenswerten und der Verwahrung ausbaue. Die BaFin lehnte bisher eine Stellungnahme ab. Und wo wir schon mal bei den ganz großen Playern da draußen sind, ISO 20022, der neue Nachrichtenstandard für CHAPS und RTGS. Am 19. Juni wurden CHAPS und das Real-Time Gross Settlement System, RTGS, der Bank, auf den Nachrichtenstandard ISO 20022 migriert. Es geht also weiter. Der Nachrichtenstandard ISO 20022 ermöglicht das Senden erweiterter Daten in einem umfangreicheren, strukturierteren Format als derzeit, was zahlreiche Vorteile mit sich bringt. Es handelt sich um einen offenen internationalen Standard, der das Potenzial hat, für die meisten Zahlungen weltweit eine einzige gemeinsame Sprache zu schaffen. Neben dem Vereinigten Königreich implementieren auch viele große Jurisdiktionen vor November 25 diesen ISO-Standard, wenn SWIFT seinen bisherigen MT-Nachrichtenstandard einstellt. Und da kam mir direkt wieder diese Grafik in den Sinn. Ihr erinnert euch vielleicht, CHAPS hat jetzt auf jeden Fall auch die Migration hinter sich gebracht. Fedwire hat sie auch bereits hinter sich. Ich glaube, SWIFT ist auch schon mittendrin statt nur dabei. Und langsam aber sicher haben die ganzen großen Systeme aufgerüstet. Ab 25 wird dann quasi der jetzige Nachrichtenstandard ersetzt durch den neuen. Aber der neue nennt sich im Detail MTX und dieser MTX-Standard kommt dann eben bis 25. Kommen wir jetzt
jetzt zum Ripple-Update, Freunde. Der IWF, der Internationale Währungsfonds, arbeitet an einer globalen digitalen Währungsplattform der Zentralbanken oder auch CBDC-Plattform. 19. Juni, der Internationale Währungsfonds arbeitet an einer Plattform für digitale Zentralbankwährungen CBDCs, um Transaktionen zwischen Ländern zu ermöglichen, sagte die Geschäftsführerin Kristalina Georgieva am Montag. CBDCs sollten keine fragmentierten nationalen Vorschläge sein. Um effizientere und gerechtere Transaktionen zu ermöglichen, brauchen wir Systeme, die Länder verbinden. Achtung, Freunde, wir brauchen Interoperabilität, sagte sie auf einer Konferenz. Und die XRP-Army wäre natürlich nicht die XRP-Army, wenn sie nicht direkt die Zusammenhänge zwischen den Zeilen gelesen hätte. Sie stellt nämlich direkt die Verbindung zum IWF fest, als es die CBDC-Plattform ankündigt. So entdeckte die Army einen Bericht des IWF vom März 2023 mit dem Titel Trust Bridges and Money Flows, a Digital Marketplace to Improve Cross-Border Payments, in dem Ripple und XRP erwähnt werden. Das Papier stellt unter anderem ein Modell für einen effizienteren grenzüberschreitenden Austausch von tokenisiertem Geld vor. Das Modell bleibt explorativ und soll einen ersten Entwurf liefern, der weitere Untersuchungen und Debatten anregen soll, heißt es. Es soll zwei wesentliche Vorteile geben. Zum einen die Interoperabilität, also dass alles miteinander kommunizieren kann, und zum anderen auch noch kostengünstiger Devisenhandel. Ein privater Marktplatz für Assets wie zum Beispiel Ripples XRP, ein Open-Source-Marktplatz wie das der Stellar Foundation oder neuerdings auch DeFi-Netzwerke und ein Marktplatz und ein Abwicklungsvermögenswert, der auf unbesicherten Kryptovermögenswerten basiert wie Strike, das Bitcoin und das Lightning Network. Nutzt. Einmal der Marktplatz von Ripple und XRP, aber auch das Lightning Network von Bitcoin wird dort genannt. Also oft wird ja behauptet, Bitcoin wird untergehen und XLM und XRP werden den Markt übernehmen. Ich bin aber der Meinung, ähnlich wie es sich mit Swift und Ripple verhält, muss man sich nicht unbedingt ausschließen, sondern man kann ja koexistieren. Bitcoin macht seinen Teil des Games. Ripple, Stellar, XRP und XLM haben ihre eigenen Lösungen, die sie anbieten. Und somit wären doch am Ende alle zufrieden, oder? Zu guter Letzt passt das Ganze noch zu diesem Video. Das war im November 2016, wenn ich das hier richtig lese. Und da war Brad Garlinghouse bei einer Rede in Singapur mit einem hohen Tier vom IMF. Ich glaube, der Vorsitzende der Rechtsabteilung bei denen. Auf jeden Fall gucken wir uns das mal eben an. Ein richtiger Evergreen. You see those? There's two votes. We try. Do you see IMF holding crypto assets in the future? Oh. They're over here, that's easier. You want to take one? Go for it. The first one's for you. IMF. Do you see IMF holding crypto assets in the future? I did not put that up there. Also er sagt zu ihm, siehst du das da oben? IMF hat was mit Krypto zu tun, die halten Krypto-Assets, siehst du das da? Und der Typ so, wie landet das da oben auf der Folie? Und Brad sagt so, also ich habe das da nicht hingeschrieben, guck mal genau hin. Und dem Typen wird ganz komisch gerade, ihr seht das schon an seinem Verhalten, er weiß gerade gar nicht damit umzugehen. Und Brad setzt ihn auf den heißen Pott. Remember, I'm from the legal department, I'm supposed to be very conservative. Ich bin von der Rechtsabteilung, denk dran. I don't want to go into great details about maybe that. I should take what the IMF's gonna do. I think we stunned Ross into silence without. Okay, er will auf jeden Fall nicht ins Detail gehen. Brad sagt, warum nicht? Komm. Also, wir sehen auf jeden Fall eine fette Verbindung zwischen dem IMF und Ripple. Die ganzen großen Player kommen jetzt in den Markt und ich habe das Gefühl, es könnte langsam aber sicher endlich so losgehen, wie wir uns das vorstellen. Der ISO-Standard wird weiter migriert. Wir sehen immer mehr Staaten, die sich mit dem Thema CBDCs beschäftigen und wir sehen einfach, dass Stück für Stück immer mehr Zahnräder ineinander greifen. Ich bin auf jeden Fall sehr bullish. Während der Aufnahme hat Bitcoin jetzt gerade die 29.000-Dollar-Marke geknackt. Ich hoffe darauf, dass wir sehr schnell eine 3 vorne sehen. Schreibt mir mal eure Gedanken zu den ganzen Themen unten in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt mir gesund, ihr Lieben. Bis bald. Ciao.